Ja, vielen Dank für die einführenden Worte und die kurze Vorstellung und Einladung. Ich hoffe, alles klappt auch bei mir soweit gut und bin hörbar und sichtbar. Perfekt. Super. Ja, wie angekündigt, eben Elektrotaxis, E-Taxi Austria, mittlerweile unser Arbeitstitel, eben die Dekarbonisierung der Taxiflotten. Das ist ein Forschungsprojekt im Zuge der Zero Emission Mobility Ausschreibung des Klima- und Energiefonds. Ich selber bin bereits seit 2014 mit dem Thema befasst. Damals waren die Voraussetzungen durchaus noch andere, wie man hier in der Visualisierung gleich eingangs schön sieht. Man sieht zwei E-Taxis, E-Fahrzeuge. Was man aber nicht sieht, sind Ladesäulen am Gehsteig. Und die Ladepads, Matrix Charging Pads vom Grazer Startup EasyLink kommen in unserem Projekt zum Einsatz. Hier eben noch eine Visualisierung. Allerdings sind sie eben auch bereits im Betrieb. Hier zu sehen auf der Testsite in Simmering in Wien. Die wurde schon vor einiger Zeit ausgestattet mit drei Pads, eben zwei Testfahrzeuge. Und hier wird eben jetzt intensiv getestet und erprobt und gemonitort, wie das alles so läuft unter den unterschiedlichsten Rahmenbedingungen. Und die Fahrzeuge, die im Projekt zum Einsatz kommen, eben hier auch sichtbar sind, der VW ID.4 und der Hyundai IONIQ 5. Und ja, was jetzt einfach die nächsten Wochen, also wir sind ja heuer, wird ja der Pilotstart eben auch stattfinden, dann im Echtbetrieb. Das heißt, es wird jetzt heuer auch noch die Umrüstung da auch auf der Testzeit geben auf den neuen Prototyp, neuen Generation. Da hat es einfach noch einige Anpassungen gegeben. Und dann geht es eben ins Learning dann auch für Serienprodukt. Spezielle neue Technologie, was ist daran so besonders und warum die Taxiflotten? Technologisch gesehen natürlich der Riesenvorteil, wie erwähnt, dass es kein Kabel mehr braucht, keine Ladesäule am Gehsteig, was vor allem im urbanen Raum, wo der Platz ja dann irgendwann doch sehr begrenzt ist, natürlich ein Riesenvorteil ist. Das Ganze läuft automatisiert. Konduktiv, das heißt, es gibt weiterhin die Verbindung, und damit kaum Effizienzverluste jetzt in der Übertragung. Es ist sehr effizient und damit auch barrierefrei. Also einerseits nicht nur jetzt räumlich barrierefrei überfahrbar, wie man hier schon sieht, dass es auch im Boden eingelassen ist, sondern auch sehr einfach bedienbar im Fahrzeug. Was dann passiert, wenn man eben mit dem Fahrzeug über die Platte fährt, ist, dass mit Knopfdruck der Connector ausfährt, sich seine Kontakte sucht und verbindet. Auch aus Sicht des Taxilenkers oder der Lenkerin ist das Ganze natürlich eine neue, ganz neue Möglichkeit, auch im Vergleich zu vor einigen Jahren, weil das E-Fahrzeug damit halt auch deutlich attraktiver wird. Man muss kein schmutziges Kabel mehr angreifen. Riesenthema vor allem, dass man jetzt am Taxistandplatz, wenn man direkt laden kann, das ist ja auch die Idee, diese Pads wirklich am Standplatz einzulassen. Das heißt, es sind keine extra Wege zum Laden erforderlich. Und vor allem jetzt aus Kundinnensicht, Kundensicht, es steckt nicht ein Kabel und ich glaube, das Fahrzeug ist jetzt nicht einsatzbereit, sondern mit Knopfdruck ist das Fahrzeug abgedockt und wieder betriebsbereit und eben auch von außen gar nicht sichtbar, dass es gerade lädt. Ja, und aus Sicht der Technologie für EasyLink natürlich die Riesenchance, ihre Prototypen da auch wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, weil Taxis einfach viele, viele Kilometer fahren, täglich im Einsatz sind, zum Teil 24/7. Und ja, damit das natürlich eine Riesenchance ist auf dem Weg zum Serienprodukt. Das Besondere und Spezielle, man kann auch sagen Herausforderung, die Taxiunternehmen fahren natürlich im Realbetrieb, also sie verdienen auch ihr Geld weiterhin mit dem Betrieb, fahren aber mit einem Prototypen der Technologie jetzt zu Beginn. Das heißt, wir werden in Wien und Graz natürlich, das ist auch der Teil natürlich des Projektes, diese umfassende Unterstützung. Wir haben zentrale Ansprechstellen. Es gibt einen First-Level-Support, der für alles ja, eben anrufbar ist. Die Supportstrukturen damit eben aufgestellt. Es gibt attraktive Förderpakete. Da ist vor allem Wien eben heuer sehr oder ja, Ende letzten Jahres eigentlich schon eingesprungen. Da gibt es pro Fahrzeug allgemein bis zu 10.000 Euro und im E-Taxi-Projekt nochmal also insgesamt bis zu 12.000 Euro pro Fahrzeug. Das macht das natürlich bei den gestiegenen Fahrzeugpreisen deutlich attraktiver. Es wird einen Online-Ratgeber geben. Ja, das ganze Projektkonsortium ist da auch sehr breit aufgestellt. Und eben auch aus der Gesamtsicht auch, Taxis können oder sind ein Teil des Umweltverbundes, wenn man eben weiterdenkt, Mobilitätswende, weniger Fahrzeuge insgesamt,
Aber es gibt vielleicht Fälle, wo ich dann eben es nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß schaffe. Und die Strategien sind ja auch, die Fahrzeuge komplett umzustellen. Und da ist eben das Taxi ein sehr passender Anwendungsfall. Sehr speziell auch für uns jetzt im Pilotbetrieb. Es ist einerseits ein Forschungsprojekt, es ist auch ein Implementierungsprojekt. Und der Fokus liegt natürlich auf dem Rollout, auf dem Serienprodukt danach. Das heißt, einerseits die Skalierbarkeit auf andere Städte, also Übertragbarkeit auf andere Städte, aber auch in den Pilotstädten die Ausrollung und auch die Übertragbarkeit schon weiterzudenken für andere Anwendungsfälle, Paketlieferdienste, Lieferdienst allgemein. Also da haben wir einfach auch von Anfang an mitgedacht. Das Projektkonsortium, jetzt wirklich das Förderprojektteam schon recht breit aufgestellt, natürlich mit den Energieversorgern, die die Ladepads ja auch betreiben werden. EaseLink natürlich als Technologiepartner und die Wirtschaftskammern ganz zentral natürlich einerseits für die Standorte und auch die Schnittstelle in die Taxibranche. Und was auch Neues, Vibe bietet ja Abo-Modelle an, seit kurzem jetzt eben auch für Taxis. Und das ist für die Branche auch relativ neu, nicht zu kaufen oder Kredit zu finanzieren, sondern Abo-Modelle sich anzuschauen. Das heißt, da ja, werden wir das auch weit begleiten. Und das sind aber natürlich nicht alle. Also es gibt rundherum in einem Städtebeirat gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen Wien und Graz, die als Pilotstädte drin sind, wo auch die Bürgermeisterbüros, das Büro vom Wirtschaftsstadtrat in Wien, die Wiener Stadtwerke etc. dabei sind. Und auch operativ natürlich die Magistratsabteilungen in Wien, die Fachabteilungen in Graz. Also da würde man sie ja alle aufzählen, dann wäre der Überblick überhaupt nicht mehr gegeben, weil wirklich, wirklich viele beteiligt sind. Und ganz zentral für uns sind natürlich der ÖMTC als First Level Support und Hyundai und Pia, also Porsche Inter Austria für VW, die im Moment die Pilotfahrzeuge sind, die diesen ganzen Prozess der Überprüfung, passt die Technologie ins Fahrzeug, jetzt einmal ausgewählt wurden. Parallel gibt es dann natürlich auch schon Arbeit noch, auch andere anzuschauen. Ja, ich bin jetzt mit der Zeit eh auch schon recht knapp. Es gibt dann die Eckdaten dazu. Also offiziell laufen wir bis Mai 24. Die Verlängerung ist in Vorbereitung. Uns geht es wie vielen anderen Projekten auch. Die Lieferthematik hat der Bauteile und Elektronik hat auch bei uns zugeschlagen. Genau, und wir starten dann eben heuer im Sommer in den Pilotbetrieb. Nachdem die Unterlagen ausgeschickt werden, habe ich hinten auch noch ein paar Links ergänzt. Website allgemein, der erste Taxifilm, der zweite wird übernächste Woche voraussichtlich veröffentlicht und wir sind auch auf LinkedIn aktiv und eben die Taxiförderung. In diesem Sinne, ein großes Projekt, so möglichst kurz und knackig dargestellt. Ich bin eben auch für Fragen gerne noch da und meine Kontaktdaten eben auch eingeblendet. Ein Dankeschön. großes Projekt, hervorragend vorgestellt. Vielen Dank, Marlene Däuber. Nur ganz kurz noch zwei Fragen, wenn wir schon mit der Zeit ein bisschen drüber sind. Das eine Frage aus dem Chat: Wie funktioniert das beim Schnee? Und das andere ist, ob es durch das konduktive Laden verstärkte Energieverluste gibt. Also durch dass das Serienprodukte auch zertifiziert werden sollen, laufen da unterschiedlichste Tests, eben auch gerade auf die Robustheit und was den Schnee betrifft und Eis, ist sogar eine ich glaube Spirale ist es eben eingebaut, die im Worst Case da eben Temperatur geregelt, das frei schmelzen kann. Und jetzt für kleineren, also jetzt wenn jetzt nur ein bisschen Schnee drauf liegt, der Konnektor, wenn er hinunterfährt, stößt vorher einen Luftstoß aus, bläst so mit Blätterkiesel losen Schnee weg und connectet dann. Okay, Ist danke. natürlich mitgedacht. Und was das Konduktive ist ja genau der Vorteil, dass es wenig Verlust gibt, weil eben genau wie beim Stecker die drei, ja, wie sagt man, Kontakte, ja, sich zusammenschließen und eben das nicht mittels Luftbarriere es hier zu Verlusten kommt. Genau. Vielen herzlichen Dank, Frau Däuber. Auch an Sie die Bitte, Dankeschön. noch die Fragen im Chat.